Grüß Gott, ich bin Pater Augustinus von St. Ottilien. Ich begrüße euch von nah und fern ganz herzlich zum heutigen Gebet und zur Meditation. Das heutige Thema heißt Auszeit nehmen, warum du es nötig hast. Sames Pari sagt, gönnt dir öfter mal eine Auszeit. Es ist nicht egoistisch, es ist notwendig. Hier scheint jemand wirklich eine Auszeit nötig zu haben. Endlich mal Urlaub, Ferien, weg vom Alltag. Entspannen, erholen, aufatmen, auftanken und neue Kraft schöpfen. Ich meine eigentlich den Satz, wie Jesus sagt, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Bei Auszeit denke ich aber auch an, du brauchst dich nicht kaputt zu machen. Nimm eine Auszeit, mach mal Pause, mach eine Atempause. Atempause heißt, wir machen eine Pause zum Atmen. Atempause kommt ja eigentlich aus der Musik. Dein Auftrag ist es, jetzt auch mal für dich zu sorgen. Ich erlaube es dir. Urlaub heißt Erlaubnis. Gott hat selbst eine Auszeit genommen, dass Gott geruht hat. Wir lesen am Ende der Schöpfungsgeschichte. Und so vollendet Gott am siebten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnet den siebten Tag und heiligte ihn. Deshalb dürfen wir Auszeit nehmen, ohne schlechtes Gewissen, denn wir können und brauchen uns dem Himmel nicht durch unsere Leistung zu erarbeiten. Gott ist ein Menschenfreund. Und wenn Gott uns so geschaffen hat, dass wir aus Leib, Geist und Seele bestehen, dann ist ihm nicht nur die Seele wichtig. Es geht Gott nicht nur um unsere Seelenheil. Und auch Jesus war nicht nur mit geistlichen Dingen beschäftigt, sondern er sah den Menschen ganz heilig. Leib, Geist und Seelen gehörten untrennbar zusammen. Er hat uns ja so geschaffen, dass wir Auszeiten brauchen. Das ist Gnade. Sei gut zu dir. Entschleunige dein Leben. Schone dich. Behandle dich gut. Gebe dir Raum. Komm zur Ruhe. Vertrau dir selbst. Stell dir zur Seite. Versöhne dich mit dir selbst. Sag ja zu dir. Erkenn dich selbst. Werde der du bist. Nimm dich, wie du bist. Gönne dich dir selbst. Genieße dein Leben. Lebe den Augenblick. Schöpfe die Kraft
für den Alltag. Besinnige dich auf das Wesentliche. Begegne dir selbst in der Stille. Begegne Gott im Alltag. Wie Ignatius sagt, Gott in alle Dingen suchen, ihm sprechen, ihm gehen, sehen, schmecken, hören, denken, überhaupt in allem, was wir tun. Fazit: Eine Auszeit gibt mir die Chance, zu mir selbst zu finden, indem ich mich von Gott finden lasse, auch an jedem Tag und an jedem Ort. Ich lade euch ein, zur Ruhe zu kommen. Nun wollen wir zusammen beten und meditieren. O Gott, komm mir zu Hilfe, Herr, eile mir zu helfen. Ihr seid dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir hören das Lied, meine Seele. Wir sitzen aufrecht, ruhig, bewusst und offen für alles. Wer will, kann die Augen schließen. Eine Klangschale klingt. Wir hören zu. Worin liegt die Heilskraft? Bei der Klangschalle oder beim Zuhören? Lauschen macht still, das ist heilsam. Die Klangschallen geben uns die Fähigkeit, offen zu sein, und der Körper ist im Augenblick entspannt und locker für die Meditation. Wir richten unsere Wachheit auf das Hören und auf das Spüren.
Ich atme ein, dass ich einatme. Ich atme aus, dass ich ausatme. Einatmen, Gott, du in mir. Ausatmen und ich in dir. Warte auf Gottes Wirken in deinem Herzen und in deinem Leben. Wir leben in Gottes Gegenwart und legen alles in seine Hände. Gott, du in mir und ich in dir. Du in mir und ich in dir.
Im Vater unser beten wir für leidende Menschen in der Welt, für unsere Angehörigen und Freunde, für den Frieden in der Welt und in uns selbst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. So segne euch der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich danke euch für das Dabeisein. Lebe, lache, liebe und lege alle Sorgen in Gottes Hände. Zum Schluss hörten wir Orgelmusik. Ihr könnt danach gerne noch in der Stille sitzen bleiben. Gottes Segen und bleibt gesund.